Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Thank you Zu Frequent Traveler TV heute mit einer frisch gepressten Ausgabe wieder für euch und zwar haben wir ITA Plan B ohne Lufthansa. Ja, dann haben wir als Thema Discover Airlines Piloten bekommen Mal Geld, dann ähm, Entwarnung für Boeing 737 Max, zumindest bei einem Problem. Okay, da muss man ein bisschen gut durchatmen. Dann haben wir Neuigkeiten von der Condor mit der A320neo, die nach Dubai gehen soll. Da gibt es wohl eine erste Sitzreihe, die etwas anders ist. Gucken wir uns mal genau an, was Ricardo da anbietet. Und wir haben dann äh, Condor-Cards. Da kann man quasi Jahresvorteile in einem Abo kaufen. Macht für den einen oder anderen, der mit Condor fliegen will, durchaus Sinn. Und wir haben World of Hyatt Bonus Journey Promotion dieses Jahr. Vielleicht nicht ganz so pralle wie letztes Jahr, aber besser als nichts. Ne? Bis gestern waren wir der Auffassung, es passiert nichts. Bei Merit gibt es eine Promotion, bei Hilton und so weiter, aber bei Hyatt nicht. Aber da kommt jetzt halt der Klassiker, also etwas langweilig. Ihr könnt den Kanal ja natürlich wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch wichtig, kommentieren, immer unten Kanalmitgliedschaft zum Stammtisch kommen. Und ähm, ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und vor allem auch über Kreditkarten zu reden. Ja, heute wieder mit einem Kollegen gesprochen über Kreditkarten und er möchte extra nach Frankfurt kommen, um mit Kreditkartenthemen sich mehr zu beschäftigen. Also auch ein Thema am Stammtisch, vielleicht, wenn er so lange bleibt. Ähm, liken hatte ich gesagt. Erstes Thema ist äh, ITA Plan B und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, es wird langsam langweilig, denn die Lufthansa will die ITA übernehmen der Staat und die Lufthansa haben sich geeinigt Deutschland hat der EU gedroht in Anführungsstrichen natürlich genau wie die Italiener haben gesagt oh, wir müssen das jetzt machen aber die EU hat gesagt Nö, wir gucken uns das ganz genau an und wir sind da auch nicht kompromissbereit bei gewissen Themen und deshalb kann der Deal anscheinend sauer laufen und äh, da will natürlich der italienische Staat dann nicht so wie die Bundesregierung bei gewissen Gerichtsurteilen da stehen und sagen hey wir haben keinen Plan B und man guckt sich dann betröppelt an und denkt hm, ich weiß nicht was ich tun soll die italienische Regierung hat da wohl laut Aussage der La Repubblica ein Treffen gehabt zwischen der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem Patriarch Gianluigi Aponte ja das ist MSC das sind die die damals noch mit Lufthansa was machen wollten die sind ja raus aber die wollen vielleicht alleine und das ist dann der Plan B dass die Großreederei wahrscheinlich dann bei Ita einsteigt. Die werden wahrscheinlich bessere Konditionen bekommen wie Lufthansa. Keine Ahnung. Ist dann irgendwie so auf Rudis Reste Rampe oder wie Tim Clark ja dann gesagt hat zu Boeing Last Chance Saloon. Und ähm, da ist es so, da muss man natürlich dann äh, ja abwarten, was da passiert. Aber ich finde es gut, dass die Italiener da erstmal eine plan b, formulierung haben und gucken, dass sie was machen können. deshalb die frage b, äh, nein, quatsch, a und b bei der frage des tages ist, äh, inwieweit vielleicht die lufthansa doch mit einem blauen auge dann davonkommt, dass man sich aus dem geschäft dann zurückziehen kann, weil das ja irgendwie alles unter schlechten vorzeichen steht. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist alles verhext, das ist alles wie... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie gewollt und nicht gekonnt, aber es ist schon alles leider sehr... Schwierig, was da passiert, und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen: vielleicht ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also, Frage des Tages: Ist der Plan B vielleicht für die Lufthansa die bessere Lösung, weil man mit einem blauen Auge davon kommt oder quasi dann ähm, doch die sich anstrengen sollte und Strecken abgibt? Ihr könnt hier heftig kommentieren. Äh, einer hatte irgendwo kommentiert, ich habe das gelesen, vielleicht der Condor geben. Ähm, ja, kann ich jetzt ehrlicherweise zu nichts sagen. <laughs> Fand ich ganz amüsant. Also da könnt ihr dann unten eure Kommentare schreiben. Jetzt haben wir die Discover Airlines. Und die Discover Airlines war ja auch von Streiks äh, dort äh, beglückt worden. Und da ist es so, dass man jetzt, eine neue Gehaltstabelle vorgelegt hat und da gibt es wohl so, dass die äh, der Forderung der Vereinigung Cockpit teils auf den Cent genau entspricht. Heißt also, da hat sich das wohl gelohnt, dass man gestreikt hat und die Piloten bekommen dort mehr Geld. Heißt also, die Pilotenwerkschaft hat in drei Streikrunden seit 23. Dezember die, da äh, geschaut, dass man ähm, ja was passiert. Und sie haben ja auch die Streikrunden als gescheitert erklärt. Das hat wohl Discover dann nach dem Streik in Zugzwang gebracht und dann hat man sich darauf geeinigt. Und die neue Vergütungsstruktur ist eine nahezu deckungsgleiche Abbildung unserer für den ersten 1.7.2023 rückwirkend vorgesehenen Tabelle, nebst einer Tabellensteigerung um 7%. Sogar teils auf den Cent genau. Also das heißt dann dass wenn man streikt, dass man dann das bekommt, was man will. Und damit ist natürlich Tür und Tor geöffnet. Das Streik, ich weiß, einige von euch finden Streik toll. Ich persönlich ähm, bin immer mit dem Streik etwas äh, schwi schwierig in Einklang zu bringen, weil ich glaube, dass äh, man auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch die Fluggesellschaft eine Verpflichtung gegenüber. Der äh, Belegschaft. Also insofern, da muss es halt ein Nehmen und ein Geben geben. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was da halt passiert. Ähm, und wir sind da mal gespannt, ob da jetzt Ruhe einkehrt. Ähm, und Cockpit strebt bei Discover Airlines eine Tarifierung auf Basis vergleichbarer Abschlüsse mit dem Wettbewerber Condor an. Und ähm, daran sieht man halt, dass die Condor vielleicht doch etwas cleverer agiert hat. Hoffen wir, dass die. Sich dann auch bei den anderen Teilbereichen einigen heißt also bei den Bodendienstleistern der Lufthansa, aber auch Kabine und so weiter, dass da dann kein Stress mehr ist. Also, ähm, dann bin ich mal wirklich dort gespannt. Ich fand es schade, dass einige natürlich da geschrieben haben: Ja, die werden unhöflich oder so weiter. Ja, gut, das kann ja mal passieren, aber im Regelfall habe ich sehr selten mit unhöflichen Bodendienstmitarbeitern zu tun. Das passiert hier und da, aber das ist wie immer im richtigen Leben. Ähm, es gibt gute und schlechte Tage. Es gibt sicherlich auch einen Tag, wo ihr mich mal erwischt, wo ich dann nicht so ganz so happy bin. Aber ich versuche trotzdem nett zu sein. Gut, gut, ähm, was auch eine spannende Thematik ist, ist natürlich Boeing. Und äh, Boeing, da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, sind so ein bisschen ähm, schwierig. Ne? Und ähm, da gab es ja das Problem mit der äh, 737 Max bei einer Maschine mit dem Leitwerk. Und zwar äh, ist das so, dass es äh, eine nicht ausreichend festgeschraubte Mutter in einem Flugzeug auf dem Produktionslinie war. Und damit ist das so, ähm, dass das ein Einzelfall, Gott sei Dank, ist und dass das kein systemisches Problem ist. Und da kann man dann wirklich erstmal sagen, dass das ähm, erstmal... Ähm, Okay, ist aber trotzdem ist es halt so, dass solche Probleme natürlich immer wieder Vertrauensfragen aufwerfen. Gerade bei Boeing, wenn sowas einmal passiert, okay. Zweimal, hm, 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 aber das ist jetzt mittlerweile so eine Kette von, von Flapsigkeiten, die man da dann natürlich äh, sich angucken muss. Und gerade auch, nachdem da der Türstopfen rausgeflogen ist und so weiter und die Bolzen gefehlt haben, ist hier natürlich eine relativ uncoole Geschichte. Ich bin mal gespannt. Was da jetzt ist, und ähm, jedenfalls ist es wohl so, dass es ähm, eine Einzelentwarnung dann gibt am Leitwerk. Das war halt das Thema. Gut, äh, was wollen wir noch zu dem Thema sagen? Gar nichts. So wir hoffen, dass Boeing auf die Füße kommt. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen unentschlossen mit Boeing, ob ich die mögen soll oder nicht mehr. Aber vielleicht fliege ich noch mal nach Seattle und gucke mir das Ganze vor Ort an. Jetzt haben wir ein Thema, was ich persönlich durchaus spannend finde und das ist mit der Condor im Schmalrumpf nach Dubai fliegen. Naja, ich finde es deshalb spannend, weil es halt wirklich die Kon Konkurrenzgeschichte zwischen Eurowings und Condor beschreibt oder Discover ist ja auch ein Konkurrent. Und da hat man bei Condor jetzt auch die Dubai-Strecke ab Berlin aufgenommen. Also zumindest jetzt im nächsten Sommer wird es aufgenommen. Und da ist es so, ne, Winter, schön, Winter war es. Sommer war es ja abgestellt mit der äh, Eurowings, deshalb im Winter. Und äh, interessant ist es halt auch, dass natürlich die Condor bei der Skywards untergekommen ist. Aber man hat natürlich auch ein Riesenproblem, weil das Produkt von der Eurowings und der Discover sind ja jetzt nicht wirklich mit Emirates vergleichbar. Deshalb geht die Condor hin und sagt, man möchte das Flugzeug, was man dahin schickt, die 320er Neo, mit einem anderen Sitz ausstatten. Und neben dieser Interline-Geschichte ist das so, dass man dort natürlich dann auch ähm, was machen kann, aber ruhig atmen. Ich habe mir die Sitze für euch nochmal angeguckt. Ich kenne die Sitze ja, weil ich bei Ricaro zum Beispiel auf der Aircraft ähm, Interior in Hamburg, Juni ist sie wieder, bin ich auch wieder äh, gesehen habe. Und da kümmern wir uns mal die Sitze einfach mal an. Und zwar gibt es die zwei Sitze, das ist der SL3710 und der BR3710. Klingen ähnlich, sehen auch ähnlich aus, aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal ganz genau an. Hier ist das Bild. Hier seht ihr das, das ist der SL3710, das ist der Standardsitz. Und dieser Standardsitz hat halt einige Features. Ähm, ja, vom Gewicht her sehr interessant für die Fluggesellschaften natürlich maximaler Komfort, ergonomisch optimierte Sitzdesign und natürlich ähm, ein Sitz, der für den äh, Markt produziert worden ist mit modularen Customizations. Aber jetzt gucken wir uns noch mal das Bild hier an. Hier seht ihr das und dann gehen wir mal auf das Bild der BL 3710, und da sieht man schon Unterschiede: einmal die. Ähm, Armlehnen sind länger, man hat auch einen Knopf um die Rückenlehne zu verstellen, das hatte man bei dem anderen nicht. Man hat hier unten USB-Ports, ich hoffe, dass das bleibt. USB-C wäre für mich äh, geiler als USB-A, aber gut, das ist so. Und natürlich auch eine Kopfstütze. Wenn wir hier auf die Key Designs nochmal hingehen, dann hat man sogar einen Tablet Holder. Das heißt also, dass man einen äh, Tisch hat mit einem äh, Tray, der dann auch eine Schiebefunktion hat. Auch mit einem, ähm, einer Vertiefung, um eine, äh, einen ähm, Becher rein reinzutun. Und dann ist es so ein High Literature Pocket und Small Item Storage. Ähm, also insofern die Armrests sind auch movable, gehen also hoch und runter. Und ein High Literature Pocket with Advertisement Frame. Also man kann da auch Werbung drauf machen. Hier gehen wir uns nochmal das Ganze angucken. Man kann da auch rein theoretisch dann sein iPad einhängen, was ich relativ cool finde. Dann ähm, haben wir dort natürlich noch das äh, Thema ähm, von der Werbung, die man anbringen könnte. Okay, ist jetzt nicht so mein Ding, aber ihr seht hier den Klapptisch. Ähm, aber das ist halt nur die erste Reihe. Deshalb ist das jetzt wesentlich uncooler und auch äh, in einer Art und Weise relativ, ähm, naja. Ich nenne es jetzt noch nicht mal erschreckend, aber es ist halt immer noch ein äh, Economy-Class-Sitz, der so ein bisschen mehr Funktionen liefert. Also das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber ihr könnt ja mal unten drunter äh, schreiben, was ihr davon haltet und was ihr davon äh, denkt. Äh, ich persönlich sage, es ist besser als nichts, aber so ist das halt im richtigen Leben. Man kann halt kein Wunschkonzert für den Preis erwarten. Ich bin auch äh, gespannt, wie sich die Preise da auf der Strecke entwickeln und inwieweit man da einpreist, dass man rein theoretisch mit der Emirates ja weiterfliegen könnte. Und das heißt ja dann auch, dass sie irgendwie im Emirates Terminal wahrscheinlich ankommen, ne? also in dem hübscheren ähm, Terminal in meinen Augen und dass man nicht halt diese, den Zug nehmen muss, ähm, zwingendermaßen. Die man ähm, von dem anderen Terminal, vom Terminal D, glaube ich, heißt das, in Dubai nehmen müsste. So, und wir haben noch etwas aus der Condor Welt. Und zwar bei der Condor gibt es jetzt die sogenannte Condor Card. Äh, der Name klingt schon mal sehr hübsch. Condor Card. Und dann sagt man natürlich, was kann die Karte? Äh, die Condor Card kann einige Dinge. Und zwar ist das, ihr kennt das vielleicht von EasyJet, da kann man sich ja auch eine Karte kaufen und dass man bei der Karte dann. Ähm, Im Jahresabo für 299 Euro maximal. Europa ist 199, Langstreckentyp World 299. Ähm, dort dann auf Flugtarifen ähm, halt was sparen kann. Das wäre jetzt die Condor-Geschichte. Ähm, bei EasyJet ist es das Abo-Modell, das äh, etwa Euro, EasyJet Plus heißt. 249 Euro kostet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mehr Gepäck mit drin, Sitzplatzreservierung. Man kann auch bestimmten Geschäckschalter gehen, schnellere Sicherheitskontrollspüren kann man nutzen. Also Aber auch Speedy Boarding ist da, glaube ich, auch mit inklusive. Und so etwas will die Condor jetzt aufmachen. Diese gelten nicht nur auf den Condor-Flügen, sondern auch auf der Marabu. Ja? Und was auch spannend ist, ist, dass diese Activity Card, so heißt eine von beiden, in zwölf Monats Abonnement sofort gekauft werden kann. Und da gibt es Sportgepäck auch noch mit dabei. Ähm, kostenfrei und den Sitzplatz. Und dann gibt es die Family Card, die hat kostenfreie Sitzplatzreservierung für bis zu vier Gäste pro Karte, zusätzlich Gepäck, Early Boarding und ein Gepäckfach. Ja, da man kann das Gepäckfach blockieren. Und ähm, Vorabend-Check-In ist dort auch bei beiden Karten inklusive. Ich Weiß nicht, ob jemand von euch das benutzt. Exklusive Angebote und individuelle Betreuung durch eine eigene Condor Card Service. Die mit dem Abo erworbenen Leistungen können natürlich auch bei Marabou eingesetzt werden. Wenn man mit Marabou fliegt, macht Sinn. Ähm, aber Condor Card klingt halt schöner als äh, Marabou Card oder Ma -Ma Marabou, egal wie. Äh, nur als Hinweis. Und wir haben jetzt noch mal den Hinweis, was bei Hyatt ist. Bei Hyatt Könnt ihr auch noch meinen Punkt und Status sammeln. Dort gibt es die äh, World of Hyatt äh, Bonus Journey, die es ja immer wieder gab. Und da gibt es jetzt maximal 21.000 Punkte, die man bekommen kann. Der Promotion-Zeitraum ist der 1. März bis zum 30. April 2024. Heißt also, wenn man drei Nächte übernachtet hat, kriegt man 3.000 Punkte. Also heißt es alle drei Nächte, also heißt das 3, 6, 9, 12, 15... 18,21, gibt es dann bis zu maximal ähm, 21.000 Punkte. Äh, man kann das Ganze auch kombinieren mit der Etihad Promotion, die ja auch schon erwähnt hatte. Wichtig ist aber, dass es hier nicht mehr die Promotion gibt, die es damals gab mit der US-Kreditkarte. Wenn man die World of Hyatt Kreditkarte hatte, dass man da dann in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, ähm, mehr Punkte bekommt. Also das fand ich schade persönlich, aber... Wer bei Hyatt übernachtet, kann da die 21.000 Punkte mitnehmen, ist da eine ganz nette Geschichte. Berlin kostet glaube ich 12.000 in der Low Season, also sind fast zwei Freinächte in Berlin im Hyatt, was ich persönlich sehr hübsch finde. Ja, die heutige Sendung haben wir wieder so zum Ende gebracht. Ihr könnt ja wieder wie immer unten kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Kanalmitgliedschaft Stammtisch. Ihr wisst ja, wie es geht. Ähm, habe ich sonst was vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Es gibt nur für euch jetzt den Abspann und morgen wieder wahrscheinlich eine Sendung. Also, bis dann. Danke, ciao. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018